guten Morgen aus Kawagoe am dritten Tag der Tokyo White Pass Reise. Nachdem wir gestern durch die Zugverspätung 2 Stunden später zu Hause waren, als wir eigentlich erwartet haben, wollten wir heute irgendwie entspannter gestalten und haben spontan alles umgeplant. Wir sind jetzt nicht nach Atami gefahren, wie wir das ursprünglich geplant hatten, sondern nach Kawagoe. Wir mussten zwar dafür ein bisschen einen Umweg fahren, damit wir mit einem JR-Zug hierher fahren können, weil eigentlich ist von uns aus die Tobutojo Line viel schneller hier, aber die ist natürlich nicht JR und deswegen wird die nicht vom Tokyo White Pass abgedeckt. Aber es gibt einen Rapid auf der Saikyo Line, der sowohl von Shinjuku, Ikebukuro oder auch Itabashi hierher fährt. Von Shinjuku aus braucht man ungefähr dann 1 Stunde, bis man hier in Kawagoe ist. Und das war ein bisschen entspannter, als jetzt irgendwie über 2 Stunden mit Lokalzügen nach Atami zu dümpeln. Wir schauen uns heute in Kawagoe den Stadtteil Koedo an. Das bedeutet Klein-Edo auf Deutsch und Edo ist der ehemalige Name der Stadt Tokio. Der Stadtteil hat eine sehr historische Bedeutung, weswegen viele der Häuser im damaligen Lagerhausstil erhalten wurden. Und dadurch hat die Stadt einen sehr speziellen Flair. Viele erinnert es an Kyoto, weil es halt so traditionell ist. Und es ist einfach von Tokio aus ein sehr guter Tagestrip, den man machen kann, um mal was komplett anderes zu sehen. Und wir sind heute hier, um diesen Flair zu genießen. Da zum Beispiel. Und da. Wir stehen jetzt gerade vor dem Wahrzeichen von Klein-Edo und zwar ist das diese Glocke dort. Die nennt sich Toki no Kane und die schlägt nur 4-mal am Tag und zwar um 6 Uhr morgens, um 12 Uhr mittags, um 15 Uhr und um 18 Uhr. Sind ein bisschen weirde Abstände, aber das macht sie wohl schon so, seitdem diese Stadt hier gegründet wurde, also seit der Edo-Zeit. Jetzt im Tsubakiya und hier gibt es einfach ein Fußbad, also ein heißes Quellenfußbad und ein Café in einem. Und es ist so genial, dass ich mich frage, warum ich noch nie darüber nachgedacht habe, dass es diese Kombi geben muss. Und wir genießen jetzt ein bisschen Tee und ein heißes Fußbad nebenbei. Wir sind jetzt am Hikawa-Schrein. Das ist mit der berühmteste Schrein in Kawagoe. Erstens, weil hier
der Ursprung für das Kawagoe-Festival ist, was ein wirklich schönes Festival ist, was ich leider noch nicht gesehen habe. Max hat dazu aber ein Video, das verlinke ich euch oben in der Infobox, weil dieses Video macht mich immer noch sehr neidisch. Zweitens ist dieser Schrein sehr beliebt, weil er sehr viele, ich sag mal, Instagrammable Spots hat. Ich mache dafür nicht so gerne Werbung, aber es muss an der Stelle einfach erwähnt werden. Ihr werdet gleich noch sehen, dass es hier wirklich sehr, sehr bekannte und beliebte Orte gibt. Und drittens ist dieser Schrein ein Schrein für gute Ehe und gutes Familienglück und sowas. Und ja, wir sind relativ frisch verheiratet, von daher passt es eigentlich auch noch ganz gut. Und deswegen dachten wir, gehen wir hier auf jeden Fall vorbei. Und diese Story ist viel zu groß. Ja. In dem Souvenirshop eskaliert. Es gab einfach so viele Sachen, die so unglaublich schön aussahen. Ich habe versucht, nur das zu kaufen, was wirklich Sinn macht. Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Aufmerksame Zuschauer werden es vielleicht auch wieder erkennen. Und jetzt ist es kurz vor 18 Uhr und wir stehen gerade wieder an der Glocke. Das heißt, wir warten jetzt kurz darauf, dass die Glocke gleich läutet. Der Außenbereich schon geschlossen, das heißt, wir konnten leider nicht mehr draußen sitzen und unser Essen und Trinken genießen, aber die Mitarbeiter haben gesagt, dass wir trotzdem für Fotos und Videos rausgehen dürfen und das war eigentlich ziemlich nice, weil alle anderen Leute waren drin und wir konnten halt rausgehen und ganz in Ruhe diese Atmosphäre genießen und die Geräuschkulisse war dort einfach so unbeschreiblich schön, dass es eigentlich viel besser war, als wenn wir dort gewesen wären, wenn es halt voller Menschen gewesen wäre. Am Ende wollte ich jetzt noch mal ein kleines Fazit insgesamt zum Tokyo White Pass ziehen. Ich muss sagen, ich finde das Ticket super praktisch, gerade wenn man eben hier in Japan wohnt. Aber auch für Reisende finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man zum Beispiel nicht plant, so viel außerhalb von Tokio, der Großraumregion Tokio, unterwegs zu sein. Wenn man also nicht unbedingt bis nach Kyoto oder noch weiter in den Süden oder vielleicht auch in den Norden fahren will. Das Einzige, was ich wirklich ein bisschen unpraktisch finde, das ist, glaube ich, beim JR-Pass aber
ähnlich ist, dass man manchmal nicht genau weiß, welchen Zug kann ich jetzt wirklich nehmen und welchen nicht. Es gibt irgendwie so Übersichtskarten, wo alles so grob eingetragen ist, aber man muss irgendwie immer nochmal genauer nachgucken, wenn man an spezifische Orte fahren möchte, weil es halt nirgendwo wirklich detailliert aufgelistet ist. Außer ihr wisst irgendwas, dann lasst es mich wissen. Ich hoffe, die letzten 3 Tage haben euch ein bisschen Überblick gegeben, was man mit dem Tokyo White Pass so anfangen konnte. Ich habe den White Pass 2017, glaube ich, schon mal gekauft und dort auch 2 Videos dazu gemacht. Die werde ich euch hier oben im i einfach mal verlinken. Da kriegt ihr noch 2 weitere Inspirationen, was man damit machen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.